Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WoW Classic. So, wir müssen mal eben kurz gucken, ob wir hier mal ein bisschen mehr Ausbildung bekommen. Denn ich bin mal gerade wieder in Ironforge zurückgelandet. Dann können wir auch kurz ins Sumpfland gehen, die Sachen holen, die uns da fehlen. Und dann hier wieder zurück nach Westfall und so weiter. So, langsamer Fall brauchen wir hier entdecken. Magie verstärken, Arcane Intelligenz auf jeden Fall. Der müsste uns dann jetzt auch... Was haben wir denn da jetzt? Kann ich das irgendwo sehen? Hier, Arcane Intelligenz um 7. Wenn wir die jetzt wegklicken... Alles klärchen! Mal gucken, ob er uns jetzt die bessere bufft. Um 15. Jawohl, also das Plugin, was das angeht, funktioniert. Habe ich also sehr gut umgebastelt. Und dann nehmen wir hier den Blizzard Stufe 2, den wir irgendwie zu selten einsetzen. Könnten wir eigentlich mal häufiger einsetzen. Um Classic-Style-Magier dann Massen zu farmen, sozusagen. So. Wir haben noch die Quest ins Sumpfland, wo wir diesen Stahl holen sollen. Da wir gerade hier in Ironforge sind, ist es ja ein kleiner Abstecher ins Sumpfland. Sollten wir also mal ganz schnell eben machen. Und dann können wir das alles zusammen abgeben. Dann müssen wir kurz nach Westfall, nach Moonbrook. Da gehen wir dann in das alte Schulhaus und schauen mal, welches Geheimnis sich dort verbirgt. Denn ich würde gerne das Dämmerwald-Dingen dann immer so lang es geht jetzt in einem Stück abspielen. Weil es ja wirklich eine interessante Questreihe ist. Ja, und die Erzählung jetzt nicht zu unterbrechen. Da wäre, weiß ich nicht, nach Astana zu reisen und da oben die Quest weiterzumachen. Glaube ich, ist es für euch als Zuschauer recht angenehm, wenn wir entsprechend so verfahren, würde ich sagen. Nicht so verfahren, sondern so verfahren. Ich kann es auch mit Sofa fahren, aber da muss ich dann so komische Rollen runter machen. Oder Sofagleiter, wie der Tatortreiniger jetzt sagte. Durch den Kopf. So. Auf zum Hafen von Menethil. Warum ist das an? So. Da wollen wir doch mal gucken. Und ich finde diesen Flug so schön, dass ich ihn euch einfach nochmal zeige. Hier durch die Winterlandschaft, dann über den verlorenen Flughafen, den man so im Spiel nicht erreichen kann, außer ne, man geht diese Sprungaktion, irgendwie kann man dann so durch die Gegend glitschen, hochspringen. Was für viele übrigens auch ein Spielinhalt war. Ne? Also es gab viele Leute, die wirklich hingegangen sind und haben geschaut, was kann ich mit der Spielwelt irgendwie anstellen, das möglicherweise nicht intended ist, komme ich in Gebiete rein, wo man nicht rein soll und so. Also das hat auch damals für den einen oder anderen Gildenkollegen aus in Classic damals einen Reiz ausgemacht, das zu probieren. Ne? Kommt man nach Mount Hyjal, kommt man hier oben hin. Und Spoiler, ja, man kommt hier hin. Ich glaube, ich war sogar auch mal hier. Hab mir das angeschaut. Hier oben den Flughafen. Und das ist ja auch schön, ne? Man fragt sich halt, was war da und so weiter und so fort. Oder war da mal was geplant? Und hier sieht man dann den Flughafen. Da ist sogar ein Flieger. Da sind noch mehrere, guck mal. Ne? Einen abgestürzten Flieger hat man ja gefunden, aber halt nicht... Aber halt nicht einen Weg hier hoch. Selbst hier oben sogar ein Greifenmeister, ne? Also theoretisch ist alles da. Hier ist eine kleine Bärenfamilie. Da sitzt ein Bär und zwei Bärenjunge, die da rumspielen. Also das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und hier diese Bilder übrigens, das fand ich sehr, sehr witzig. Wenn ich mich recht entsinne, konnte man hier dieses Gebiet, was man übrigens auch nicht erreichen kann, das konnte man sehen in einem Trailer, wo dafür Werbung gemacht wurde, dass WoW jetzt Wettereffekte hat. Das ist also auch erst in einem späteren Patch hinzugekommen. Und da wurde das da oben, glaube ich, gezeigt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Ich meine schon. So, jetzt fragen wir mal kurz, wie wir hier an unser Eisen rankommen für die Quest. Hallo? Nicht geschmiedetes Eisen ist ein wertvolles Material, aber es scheint, als hättet ihr eine schreckliche Aufgabe vor euch. Ihr seid weit gereist, Bruder. Mit Glück findet ihr aber gerade das, was ihr sucht. Und falls ihr das Eisen findet, ich kenne da jemanden, der es zu einer Waffe gegen den Totenbeschwörer im Dämmerwald, von dem ihr redet, formen kann. Diese Schiffwracks hier vor der Küste sind die verlorene dritte Flotte von Kultiras, die während des letzten großen Krieges von den Roten Drachen verbrannt und versenkt wurde. Die Flotte stammte aus Lordaeron, bis auf ein Schiff, einen elfischen Zerstörer, die Flying Osprey. Es transportiert eine Ladung lichtgeschmiedetes Eisen,
und schloss sich der dritten Flotte aus Sicherheitsgründen an. Welche Ironie, dass es von denselben Drachen versenkt wurde. Genug Geschichte. Die Flying Osprey liegt südlich vom Hafen von Minutil auf Grund. Wenn ihr das lichtgeschmiedete Eisen darin finden könnt, bringt es zu mir. So sei es denn wohl. Wohlan, du edler Zwerg, stinken, dick. Wir reisen mal hier. Warum zeigt das Quest hier jetzt immer die Sachen von alleine an? Ja, und hier sind sie wieder, unsere Freunde, die Murlocse. Level 29 auch noch. Oh je. Und das Eisen befindet sich hier irgendwie auf dem Schiff. Mal gucken, ob wir das so auf Anhieb ohne Probleme und ohne mehr Verletzte hinbekommen. Das sieht schon mal gut aus. Das ist ein Fernkampf-Murloc. Wohlan. Ich wollte sagen, ich brauche ganz schön lange für den Carsten. Weil der unterbricht mich natürlich auch immer, wenn er mit seinen dämlichen Pfeilen wirft. So. Und ich hole mir mal eben noch ein bisschen Wasser und Brot. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und hier haben wir die Truhe. Ist vollgesogen und seitlich aufgebrochen. Viele Klauenspuren. Nehmen wir mal mit. Gerade der Questhelper nicht funktioniert. Gut. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Denn in der Tat, ich weiß das selber nicht mehr so genau. Vielleicht für diejenigen, die das wundert. Es ist ja so, dass mit Cataclysm, das war eine Erweiterung, die dann kam. Ach so, die Murlocs haben das geklaut. Richtig, da müssen wir jetzt erstmal noch von weiteren Murlocs das suchen. Denn wir haben nur einen verlorenen Block gefunden. Ich hasse Murlocs. So. So, solche Crits hätte ich gerne häufiger. Habe ich eigentlich meinen Punkt schon vergeben? Natürlich nicht. Deswegen geht es ja auch hier nicht voran. Ja, natürlich auch wieder stehen. Das ist zu weit entfernt. Jetzt wahrscheinlich noch Ads holen. Oh, Alter, was ist denn los mit dem? Gut, ich muss mal eben hier irgendwie ans Ufer und nochmal ein bisschen trinken. Und dann würde ich sagen, ich werde mal ein paar weitere Murlocs hier zerlegen. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. So vom Level her habe ich das jetzt anders eingeschätzt, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte auch mal so ein leckeres Brot hier zu mir nehmen. Aber ich meine, die Murlocs droppen die. Jagt die Murloc-Räuber in der Nähe des Wracks, genau, um das verloren gegangene lichtgeschmiedete Eisen zu finden. Hintergrund das Schiff. Sehr schön. Ihr habt mich übrigens darauf hingewiesen. In der Tat, das muss ich mir noch angewöhnen. Wenn ein Mob so noch ganz wenig Leben hat oder schon wegläuft oder so nichts mehr tut, dann kann ich auch sehr gut den Zauberstab benutzen. Weil dann setzt natürlich hier schon wieder die 5-Sekunden-Regel ein und ich Mana-Regge halt ein bisschen schneller. So, und da hatten wir auch schon einen leckeren, lichtgeschmiedeten Block. Ja, unzählige Murlocs später und übrigens auch hier diese Muscheln, wo ich jetzt eine schillernde Perle bekommen habe später und eine Schließkassette, habe ich auch einen Kopf bekommen mit 12 Int. Wie geil ist das denn? Und ich wette, das ist so ein Ding, was hier oben dann nur so einen runden Punkt hat, oder? Wollen wir mal gucken? Ja, ich wusste es. Oh Mann, ey, das ist immer so schön. Aber jede Menge mehr Int. Und mehr Int ist mehr Crit, ist mehr alles. Das ist schon... Also das hilft. Was kann ich für euch tun? Schmeckt, wie man heutzutage, glaube ich, sagt, in der albernen Welt der Commentary-Leute. Habt ihr das nicht geschmiedete Eisen gefunden, das ihr braucht? Also eigentlich der, ne?
Ah, ihr habt es bekommen. Jetzt lasst uns diese lichtgeschmiedete Eisen in eine nützliche Form hämmern, hm? Im Zwergendistrikt von Stormwind gibt es einen zwergischen Waffenschmied, der lichtgeschmiedetes Eisen verarbeiten kann. Er heißt Grimald Elmore. Ich habe das von euch gefundene Eisen in eine Kiste gepackt. Bringt sie zu Grimald und erzählt ihm eure Geschichte. Ich bin mir sicher, er wird jemanden, der auf dem Kreuzzug wie dem euren ist, gefällig sein und euch eine Waffe schmieden. Eine Waffe, vor der sich sogar Morbend Fell fürchten wird. So, jetzt könnten wir ganz geschickt mal eben nach Sturmwind teleportieren. Was uns 10 Silber kostet. Aber das ist mir gerade egal. Wir wollen ja hier zügig weiterkommen. So. Ach, die Musik. Immer wieder schön. So, Grimald Elmore, das ist der Typ im Zwergendistrikt, wo der herumhämmert. Da müssten wir da mal eben irgendwie am besten geschicktesten auf dem kürzesten Wege hin. Ja, selbst in Sturmwind kann man sich verlaufen. Ich habe keine Ahnung, warum Quest die Sachen jetzt automatisch im Einblenden ausblendet. Das muss ich mal in den Einstellungen gucken, aber ich denke mal, ihr habt jetzt lange genug gesehen, dass ihr ohnehin weiß, wo die ganzen Quests sind. Und euch wird es ja unbenommen sein, das dann auch wieder ohne zu spielen. Und wir müssen noch in die Bibliothek das Büchlein abgeben. Und dann haben wir langsam auch wieder unseren Erfahrungsbalken hier abgespielt. Ja, ich wäre besser außen rumgegangen. Jetzt laufe ich nämlich gerade einen Umweg. Ja, und eigentlich müssen wir noch ins Verlies rein, aber hier eine Gruppe zu finden, das ist echt, sind echt zu wenig Leute hier. Also ich denke mal, Kloster und so weiter würde man ohne Probleme finden, aber es sind gerade auch kaum Leute überhaupt online, ne? Das ist schon ein bisschen blöd. Blöd, blöd, blöd. Na, was willst du machen? Dich auf den Bauch legen und lachen ist nicht immer die beste Variante. Ja, also wir kommen hier im Graswachsen-Simulator in A World of Warcraft. Das ist ja auch der Punkt, warum man sich dann immer so danach aufzehrt, endlich auch ein Mount sein eigen zu nennen. Für diejenigen, die nicht wissen, das ist ein Mount, ein Reittier. Mount, etwas besteigen, was man besteigt. Nicht, was du jetzt wieder denkst, sondern wirklich, also mit 4 Füßen dran, unten. Und einem langen Schwanz hinten, nicht vorne. Leute, was ist denn eigentlich los hier? Ist ja wieder ein Niveau hier, das ist ja unglaublich. So, dann einmal hier rum. Der kleine Witzelmann hier. Und dann einmal das schwere Buch abgeben. Und da bin ich ja mal gespannt, ob wir dann eine Folgequest bekommen oder ob das einfach nur ein Fund ist. Vielleicht weiß der auch was über das Buch, wenn es aus dem Dämmerwald kommt. Hallo. Oh, was ist das denn für ein altes Buch, was ihr da habt? Kann ich es mal sehen? Ach du liebe Güte, dieses Buch hat zuletzt in diesen Regalen gelegen, noch bevor Stormwind vor vielen Jahren wieder aufgebaut wurde. Es müssen natürlich restauriert werden, denn es ist in einem üblen Zustand. Aber es wäre mir eine Ehre, es in unsere Sammlung seltener Bücher aufzunehmen. Danke, werter Herr, bitte nehmt dies als Bezahlung dafür, dass ihr das Buch zurückgebracht habt. 14 Silber und 1500 XP. Garderol, wenn ihr einer langen Reise nicht abgeneigt seid, dann habe ich eine neue Aufgabe für euch. Stormwind erneut bei der Bestückung seiner Bibliothek behilflich zu sein. Das alte Königreich von Alterac ist nach dem großen Krieg gefallen und es besaß eine umfangreiche Büchersammlung. Es ist eine große Tragödie, dass diese Stadt verfallen ist, aber es ist weitaus tragischer, dass all ihr Wissen verloren geht. Wir müssen retten, was zu retten ist. Süderstade liegt in den Ruinen von Alterac, am nächsten. Begebt euch dorthin und sprecht mit dem Meister der leeren Dips. Er kann euch den Weg zu den Ruinen erklären und welche Bücher es dort zu finden, welche Bücher dort zu finden sind. So. Huch. Ja, da
Ja, gucken auch die Königswachen doof. Gut, jetzt noch in den stinkenden Zwergendistrikt. Zu den stinkenden Zwergen. Dann nach Westfall in Moonbrook das Ding abholen. Dann den Whisky abgeben, ne? Dann zurück ins Dorf. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Legende von Stalwan. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass es da eine schöne Belohnung gab. Ja, ja. Zwergendistrikt. So, der Typ ist hier hinten in einem Haus drinne. Unten Parterre oder steht davor? Eins von beiden. Entweder steht er hier vorne vor oder er steht hier unten Parterre in der Ecke. Ich glaube, er steht in dem Haus. Der andere Questgeber steht auch hier vor dem Haus. Nicht. Dann erinnere ich das falsch. Hallo. Wenn ihr auf der Suche nach dem besten handwerklichen Können auf diesem oder jeglichen anderen Kontinent der Welt seid, dann seid ihr hier wahrscheinlich richtig. Grimband Elmore, zu euren Diensten. Wie kann ich euch behilflich sein, Magier? Das ist eine ganz schöne Geschichte, die ihr da erzählt. Und dann habt ihr auch noch lichtgeschmiedetes Eisen. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit dieser Art Eisen gearbeitet. Es wird mir eine Ehre sein, es erneut zu formen. Und ihr müsst später mit der Geschichte eurer Schlacht gegen den Totenbeschwerer zurückkehren. Beschwerer. Totenbeschwerer. Alter. Aber wir greifen den Ding vor. Erstmal kümmern wir uns um eure Waffe gegen Morbend Fell. Hier ist die Waffe gegen die Satanskreatur, von der ihr spracht. Ihr seid bestens vorbereitet, Gardehol. Viel Glück und ich freue mich schon darauf, von eurer Ruhmestat zu hören. Und wir begeben uns zum Greifmeister und auf den Weg nach Moonbrook. Hier oben in der alten Schule werden wir den Quest Die Legende von Stalwan fortsetzen. Jawohl! Hier, Schnitt! Hier ist die alte Schule von Moonbrook und da gucken wir mal, was wir denn möglicherweise hier für Hinweise finden. Alles zerfleddert. Nichts zu sehen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Kiste, die da sehr auffällig platziert ist. Na, da schauen wir doch mal rein. Quietschend öffnet sich die alte Schließkiste. In der alten Schließkiste befindet ihr einen verstaubten, nie abgeschickten Brief. Bringt Amtmann Daltrey den verstaubten, nie abgeschickten Brief. Und dann haben wir hier noch einen unglückseligen Geist. Der ist offenbar nicht sehr glücklich. Ja, alles klar. Ich bin da mal scharf. Der ist offenbar nicht sehr glücklich, dass wir da in seiner Kiste mit unseren Wurstfingern herumgefingert haben. Und wir wollen natürlich jetzt wissen, was hat es damit auf sich mit dem Brief? Können wir den überhaupt lesen? Schauen wir mal. An den ehrenwerten Dr. Ziralian. Warte mal, ich muss mal hier auf dem Weg. Ich schreibe euch, meinem ehemaligen Meister, um euch wissen zu lassen, wie es eurem früheren Lehrling ergangen ist. Ich habe euren Rat befolgt und Wissen und Weisheit durch Reisen außerhalb unserer geliebten Heimat Stormwind vergrößert. Meine Reise hat mich an viele Orte geführt, doch ich beschloss, meine Zeit hier in der schönen Stadt Moonbrook aufzuschlagen. Die Felder von Westfall sehen so kurz vor der Erntezeit wunderschön aus. Schon wenige Tage nach meinem Besuch avancierte ich zum Lehrer der Kinder von den umliegenden Gehöften. Es lief sogar so gut, dass der Bürgermeister mir die Leitung einer Schule übertragen hat und nun ist der Bau einer ganz neuen Schule im Gange. Vom Silberwald nach Stormwind und nun Moonbrook.
Wer hätte geglaubt, dass ich jemals so viel von Azeroth zu sehen bekommen würde? Beste Grüße, Stalvan Mistmantle. Ja, der gute Mann. Jetzt müssen wir hier oben hin. Und da müssen wir mal eben... In diesem Haus ist schon mal eine Truhe. Da schauen wir da mal nach. Die Truhen sind immer gut. Da kann ja auch was Schönes drin sein. Wenn da nicht so viele Mobs rumstehen, habe ich natürlich keine Lust drauf. Aha, siehst du? Ich sag's doch. Wir haben ja auch grundsätzlich nie genug Prüttel in der Tasche, deswegen ist es auch sehr wertvoll. Aber es ist echt angenehm, wenn die nicht dauernd den Zaubern widerstehen. Hallo. Ich muss mal mir angewöhnen, Korn of Cold häufiger einzusetzen. Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir die irgendwann mal haben. Und jetzt verwende ich die gar nicht. Ja. Also diese Telabim-Banane, die war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, der gute Stalvan also, von dem wir schon wissen, dass möglicherweise gegebenenfalls der nicht ganz so... Ne? Und da werden wir jetzt langsam aber sicher das Geheimnis erfahren, was sich hinter dem Kollegen, hinter dem Knaben, ist wahrscheinlich keiner mehr, wenn er schon das Vertrauen des Bürgermeisters hatte, nachdem er vom besten Meister gelernt hat. Und dann können wir hier Vox in den Wäldern, können wir auch abgeben. Damit würde ich dann auch diese Folge beschließen, dann haben wir die schon rund. Das heißt, ich dackel dann gleich für euch nochmal kurz ins Dorf. Weil dann müssen wir auch überlegen, wie wir dann in der nächsten Folge können wir dann gemeinsam überlegen, wie wir dann weitermachen. So. Dann haben wir einmal hier den Quest und dann haben wir noch den da oben den Quest. Da machen wir das gerade mal in einem Abwasch. Sven Jorg. Grüße. Hallo Gardehol, ihr wart nicht allzu lange weg. Aber ich sehe ein Feuer in euren Augen, das dort vorher noch nicht leuchtete. Ah, das wird mit Sicherheit gegen die Satanskreatur Morbenfell geben. Was? Ach so, das wird Sicherheit gegen... Ah, gut gemacht. Ihr seid bereit? Morbenfell wird fallen. Morbenfell hält sich in einem Unterschlupf verborgen, in dem Haus, das hoch oben auf dem Hügel im Osten über dem Friedhof von Rabenflucht thront. Doch seine Zeit in diesem Land neigt sich dem Ende entgegen. Setzt Morbenfells Bann gegen ihn ein, das wird seine schützenden Zauber machtlos werden lassen. Er schlagt ihn und er rettet uns von seiner Verderbtheit. Werde zum Instrument meiner Rache und damit zum Helden des Dämmerwaldes. Entschuldigung. Ah, okay. Neue Hose, neuen Umhang, neue schwere Rüstung. Nehmen wir an, aber Morbenfell ist Level 32 und da müsst ihr es einfach stehen, versammelt einige eurer Freunde. Also das ist, glaube ich, eine Quest, die man nicht unbedingt zwangsläufig gegebenenfalls alleine machen möchte. Ich zumindest möchte dies nicht. Zumindest erinnere ich, dass die schwerer war, als sie zunächst erschien und ohnehin ist sie noch für uns orange. Aldeweil da der Herr und deste Wesen, lassen wir das mal lieber. Und wenn ihr euch fragt, was hat er jetzt gerade gemacht? Ich habe einen Gegenzauber gewirkt. Ich hatte ja diese Vergiftung sozusagen auf mir drauf. Oder diesen Fluch vielmehr. Das ist ein Fluch gewesen von dem Geist, den wir oben in Moonbrook aufgeweckt haben. Und... Ja, moin. Na, bisschen Auslauf, Kollege. Immer schön wie beim Skifahren, ne? Immer schön die Arme schwenken. Ja, das tut gut. Ja, da kommt ein bisschen Bewegung in die alten Knochen. Kappa. Klaus, Mickey Maus. Da muss ich mal ganz dringend los, bevor der
Wolf mir in den Hintern beißt. So. Ist das wieder die Kombi von gestern? Der Magier und der Jäger? Nee. Dieser Jäger ist gildenlos. Das ist ja auch so eine schöne Sache, ne? Dass man die Leute dann auch wiederfindet, ne? Die man schon kennt und mit denen man schon was unternommen hat und so. Hallo? Ihr braucht den Zombiesaft. Ich brauche den Zombiesaft, um mich in diesen dunklen, kalten Nächten warm zu halten. Habt ihr ihn für mich besorgt? Ja. Seid tausendmal bedankt, Garderul. Ihr erwärmt das Herz eines alten Mannes mit eurer Freundlichkeit. Was? Was? Hier, bitteschön, mein Freund. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich wohne so weit weg von der Stadt und dem Schutz, den sie bietet, dass es ein Wunder ist, dass die Ghouls und die wandelnden Toten mich noch nicht aufgefressen haben. Tatsächlich hat gestern erst ein Rudel Knochenkauer gegen die Wände meines Hauses gehämmert. Ich möchte ein Bildnis herstellen, eine Art Vogelscheuche. Nur für Ghouls. Dafür brauche ich ein paar Ghoul-Rippen. Die bekommt ihr von Fleischfressern, Knochenkauern, Hirnfressern, Verfaunten und Seuchenverbreitern. Wenn ihr mir die Rippen beschafft, bezahle ich euch in barer Münze. Schönen Tag. Ja, Mensch. Jetzt haben wir nämlich hier Skelett-Satans-Kreatur, Skelett-Schrecken, Ghoul-Rippen. Wisst ihr was? Da würde ich sagen, bevor wir jetzt nach Moonbrook, nach Dings hier zurückreisen, nach Dunkelhain, mache ich erstmal diesen Quest fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, besten Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss und bis bald. Ich freue mich auf eure Kommentare.